Tja, Mama und Papa, ich habe halt auf eine andere Art mündlich mitgearbeitet. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Ich habe heute beste Laune. Und zwar erstens, weil ich mich unglaublich freue, dass ich das Video drehen kann. Denn momentan kommen ja wieder Daily-Videos jeden Tag um 16 Uhr. Und ich persönlich hoffe, du hast bisher jeden Tag eingeschaltet und wirst auch noch die nächsten Tage jeden Tag einschalten. Oder, Freundchen? Aber Leute, ich muss auch sagen, dass ich mich unnormal deswegen freue, weil das hier einfach nochmal wirklich so richtig schön an die guten alten Zeiten vor 3-4 Jahren erinnert. Da habe ich nämlich genauso was auch schon in die Richtung gemacht und da saß ich genauso auch bei mir im Kinderzimmer noch auf dem Boden. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich sitze hier gerade auf dem Boden. Also ich bin hier gerade... Oh, meine Socke. Ich bin hier gerade auf dem Boden und genauso wie früher werde ich jetzt auch hier so mein Video gestalten, einfach auf dem Boden sitzen und werde euch heute 20 Ausreden für eure Eltern, wenn ihr mal schlecht in der Schule mitarbeitet und zwar mündlich. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich finde, es kann durchaus mal vorkommen in der Schulzeit, dass man das ein oder andere Mal, vielleicht auch öfter mal schlecht in der Schule mündlich mitarbeitet. Und genau dafür sind die jetzt da, die 20 besten Ausreden dafür, wenn man mündlich schlecht mitarbeitet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Let's go! Ja, Mama und Papa, klar habe ich in der Schule mündlich schlecht mitgearbeitet, ja, aber ich will mich auch in Ruhe mit meinem Sitznachbarn unterhalten können. Was ist mit Deutsch? Ja, das ist ja sowieso nicht meine Stärke. Und Physik? Ja, das ist auch nicht so meins. Und Religion? Das ist auch ziemlich schwierig. Mama und Papa, jetzt müsst ihr euch immer festhalten, denn jetzt wird's krass. Also, der Lehrer verbietet mir, mitzuarbeiten. Wirklich? Ja, mein Gott, Mama, Papa, 5 in Deutsch. Ja, gibt Schlimmeres. Ja, zum Beispiel meine 6 in Mathe. Tja, Mama und Papa, wem vertraut ihr denn mehr? Hm? Dem Lehrer? Den ihr vielleicht gerade mal 5, 6 Minuten kennt? Oder mir? Den ihr 16 Jahre kennt. Hm? Wem vertraut ihr mehr? Na und Mama, Papa, ich habe halt auf eine andere Art mitgearbeitet, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wow. Jetzt im Nachhinein, ja? Ja, kann man mir auch immer vorher sagen, dass man im Unterricht mitarbeiten muss. Ja? Wusste ich ja nicht. Ach, ja, Mama, Papa, die 5 ist schon, die ist schon echt unangenehm. Aber wenn euch das irgendwie, weiß ich nicht, beruhigt, ja, die anderen, die haben alle Einsen mündlich, also... Okay, sehe ich wirklich ein, ja? Mündlich bin ich wirklich schlecht, ja? Ja, aber schriftlich bin ich halt auch nicht der Stärkste. Ja, also ich finde, das ist halt auch immer so in gewisser Form so eine Geschmackssache, ne? Also ob man sich jetzt quasi mehr meldet oder weniger, ist halt so ein bisschen geschmäckerabhängig. Okay, Mama, Papa, Ultimatum. Also müsst ihr euch jetzt entscheiden. Entweder ihr akzeptiert, dass ich mündlich schlecht bin, oder ich suche mir neue Eltern. Ganz einfach. Anna und Katrin hat eine glatte 5 und ich habe nur eine 5+. Also bin ich immer noch besser als Katrin. Also ist mir das eh scheißegal, ich bin besser. Mama, Papa, jetzt könnt ihr mal ein bisschen chillen, ja? Das ist ja auch nur Mathe, Biologie, Deutsch, Sozialkunde, Englisch, Erdkunde, Geschichte, Religion, Kunst, Musik und Sport, in dem ich 5 stehe, ja? Gibt ja noch ganz viele andere Fächer, in denen ich das wieder ausgleichen kann, im Endeffekt. Okay, ich bin mündlich schlecht. Das ist eure Meinung, meine Meinung. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Tja, Mama und Papa, ich habe halt auf eine andere Art mündlich mitgearbeitet. Hm? Ja, Mama, Papa, komm. Ja, bevor ich mich jetzt hier wieder rechtfertigen muss, könnt ihr euch direkt einfach mal schön bei meinem Anwalt melden. Ja, also Schule an sich ist ja auch ein hochkompliziertes Konstrukt, ja. Erst diese komplizierten Fragen, dann dieses Melden, Hand hoch. Und dann auch noch die richtigen Antworten geben. Das ist ja auch, das ist ja echt eine Menge. Ich habe mir da halt irgendwie vorhin eingedacht, dass ihr dem Lehrer da vielleicht irgendwie 5-stellig was überweisen könnt, weil dann hat sich das ganz schnell mit der 4-. Hey, uns? Ist mir doch egal. Also Schule ist irgendwas für Vollloser. Also könnt ihr mich alle mal. Ja, ich werde später sowieso Millionär. Ja, ist jetzt natürlich auf der einen Seite echt super blöd gelaufen, ja, mein Abi kriege ich nicht mehr gerettet. Auf der anderen Seite, ja, muss man es auch positiv sehen, im nächsten Leben kannst du besser laufen. Hm? Ja Leute, das war's. Das waren 20 verrückte Ausreden. Probiert es zu Hause mal aus, sagt mir, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr lachen müsst und wenn es euch unterhalten hat. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.